Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Justice for All. Ich vergesse mal den zweiten Namen. Manu. So, im letzten Part haben wir uns das Feyernwesen angeguckt. Hier nochmal die Karte. Denn wir haben ja Maya wieder gesehen. Denn wir sind ja im Fall Wandel und vergessen. Ich hab's vergessen. Dann lassen wir das mal so stehen. Und wir wollten ja in diesem Part zum Nebenzimmer gehen. Dann machen wir das einfach mal. 19. Juni, Feyernwesen, Nebenzimmer. Das ist also das Nebenzimmer. Sieht eher aus wie ein Entspannungsraum. Auf dem Boden liegt Bettzeug. In einem der Betten schläft vor jemand. Ich sollte ihn nicht stören. Okay, dann stören wir ihn mal. Bettzeug liegt auf dem Boden. Schläft jemand in dem da drüben? Das ist vermutlich ein erschöpftes Medium, das ein Nickerchen macht. Wenn ich es wecke, ist es vielleicht verärgert und verhext mich. Ich sollte sie verbessern, nicht aufwecken. Eben, was so ein Eher. Bär. Eine dekorative hölzerne Bärenstatue. Am Sockel hängt eine Tafel. Korain, das Herz der Beschwörung. Wie bitte? Ein Souvenir? Heißt es also, dass man hier Bären sehen kann? Und die Bären sehen dich? Ich krieg das Stock nicht hin, also. Okay, hier ist also nix. Okay, dann gehen wir mal wieder weg. Wer sagt das jetzt? Ist das vielleicht Turner Gray? Hey, Sie! Bleiben Sie sofort stehen! Dieses Mädchen hat ein paar Fragen! Ich bin sicher, dass ich diesen südlichen Akzent schon einmal gehört habe. Südlich? Und meint der Lotta? Oh Gott, nein! Die haben mich ja völlig vergessen! Ich will nicht mehr. Können wir das? Okay, ich habe eine Idee. Wir brechen das Let's Play einfach ab. Erzähl niemanden davon, dass ich diesen Part jemals gemacht habe. Und dann sind alle zufrieden. Oh, nicht schon wieder, Lotta. Ah, also da soll mich doch. Es ist Phoenix Wright. Wie läuft's denn so? Ich habe dich ja bald ein Jahr nicht mehr gesehen. Sie sind. Ich hab's. Jetzt sind sie nochmal Lotta Hart. Lotta Hart. Hart. Sie sind Lotta Hart, nicht wahr? Bingo! Ich bin der einzige wahre paranormale Fotografin, Lotta Hart. Ah, dann sind sie wohl immer noch dabei. Bei der Fotografin meine ich. Natürlich. Und heute schnappe ich mir eine echte Knüller-Story. Warte es nur ab. Oh, na gut. Wir haben keine Zeit, um Zeit zu verschwenden. Die Beschwerung fängt gleich an. Ist es schon soweit? Wir sollten uns beeilen und zum Meditationsraum gehen. Worauf wartest du noch? Komm schon. Ja, den Akzent kriege ich jetzt hier nicht. Ich versuche ein bisschen eine lustige Sprache mit hinzubekommen und dann ist alles gut. Lass er hart, Ich war wegen dieses Falls vielleicht etwas zu hart zu ihr. Aber ich schätze, wir hatten auch gute Zeiten zusammen. Oh Gott. Ja, also ich sag jetzt mal so, ich will einfach mal ein bisschen Kritik zu den Stimmen haben. Also wenn eine Stimme euch nicht gefällt, sagt mir. Also in den Kommentaren, dann würde ich versuchen, die Stimmen zu verbessern. Auch wenn diese Parts jetzt schon dazu aktuell... egal. Aber bei Lotta Hart. Na egal. Meditationsraum. Was will ich eigentlich? Und woher weiß ich, was hier los ist? 19. Juni, Feyernwesen, Meditationsraum. Wir beginnen nun mit der Beschwörung. Mystische Maya und geehrter Gast, bitte betreten Sie den Beschwörungsraum. Endlich kann ich all diese nervtötenden Fliegen ein für alle Mal zerquetschen. Hören Sie mich! Nach dem hier können Sie kein schlechtes Wort mehr über mich sprechen. Sie werden lieben gern hören, wie Sie sich entschuldigen, oder Herr Wright? Das würde ich gern. Mystische Maya, haben Sie den Schlüssel zum Beschwörungsraum? Jawohl, hier. Das ist sehr gut. Der Schlüssel ist ein Einzelstück, bitte passen Sie gut auf ihn auf. Keine Sorge, Tante Morgan, ich werde ihn nicht verlieren, vertrauen Sie mir. Okay, Dr. Gray, fangen wir an. Endlich, los geht's. Let's go, okidoki. Nun haben wir hier draußen geduldig auf Sie warten. Nehmen Sie sich etwas schön bitteren Tee und gigantisches Erdbeerdessert. Einen Moment, Oma. Oma? Wieso dürfen wir diesen Raum nicht betreten? Liebe Dame, Sie sprechen eine beeindruckende Sprache. Wo haben Sie sie gelernt? Was? Ich komme aus dem Herzen des Herzens unseres Landes. Tatsächlich? Dann möchte ich Sie herzlichst bitten, dorthin zurückzukehren. Was willst du...
dieses Kurein. Wegen Sie sich, wenn Sie sich unseren Regeln und Traditionen nicht beugen, müssen Sie gehen. Entschuldigung. Wow, sie hat Lotta zum Schweigen gebracht. Also das ist beeindruckend. Nun gut, warten wir also. Das sieht nicht aus wie Tee, das sieht aus wie Kleister oder sowas, was sie da trinkt. Hey, was war das denn? Das kam aus dem Beschwörungsraum. Hey, das war ein Schuss. Entschuldigung. Ich kenne dieses Geräusch. Das ist ein Schuss. Da würde ich meinen Afro drauf retten. Maya ist da drin. Tür aufbrechen, ganz schnell Tür aufbrechen. Nun, Herr Anwalt, was hast du vor? Was schon? Wir brennen die Tür auf. Was? Aber es gibt nur einen Schlüssel, um den hat das Kind. Wir müssen die Tür aufbrechen. Ist das in Ordnung, Frau Fee? Nun, ja, aber da ist noch etwas, nämlich... Versuchen Sie nicht, mich aufzuhalten. Sie können die Rechnung für die Reparatur an die Kanzler Red und Partner schicken. Jawohl, das nenne ich männliches Verraten. Moment, ich dachte jetzt Mia wäre erschossen worden. Dr. Gray! Ich wurde ermordet. Maya? Dieser Mann hat mich ermordet. Also tötete ich ihn. Was? Lotta, unter diesen Umständen? Das sind die perfekten Umstände für ein paar Schnappschüsse. Wie dem auch sei, was geht hier vor? Dieses Mädel, ist das Maya? Ah, ich weiß schon, wer es ist. Gehen Sie da weg! Achso, oh. Gehen Sie da weg. Überlassen Sie das hier mir. Beeilen Sie sich und rufen Sie die Polizei. Aber... Schnell, bevor es noch mehr Opfer gibt. Ey, komm, Startjunge. Überlassen wir das hier der Oma. 19. Juni. Kurein. Mein Handy hat so weit draußen keinen Empfang. Also benutze ich die Telefonzelle, um die Polizei zu rufen. Und? Sie sind unterwegs hierher. Das ist gut. Mann, oh Mann. Ich sah ein echtes mysteriöses Phänomen. Sie wird wirklich aufgeregt deswegen. Wer will es ihr verdenken? Ich bin von den Vorkommnissen zu Tode erschreckt. Dann reden wir mal ein bisschen mit Lotta. Was sie sah. Hey, dieses Mädel. Maya, sie war nicht die, die geschossen hat, oder? Oh ja. Lotta weiß ja nicht, dass sich Mayas Aussehen während einer Beschwörung verändert. Aber waren da nicht nur zwei von denen da drin? Ich schätze, da muss sie sehr wohl gewesen sein. Nein, es könnte auch Selbstmord gewesen sein. Aber ich weiß nicht warum. Lotta, was wissen Sie über Dr. Gray? Nicht viel, aber ich weiß, hab ein bisschen geschnäffelt. Das ist mal ein Typ mit einem schlechten Ruf. Wirklich? Ich hatte gehört, er sei ein guter Chirurg und so, aber seine Persönlichkeit stinkt. Das ist auch der Eindruck, den ich hatte. Er hat echt einen Kontrollwahn. Kontroll? Oh Gott, da hätte ich jetzt aber was ganz Böses. Oh nee, wir lassen das lieber. Sobald eine Schwester oder ein Patient nicht aus seiner Pfeife tanzt, fliegt er raus. Es muss echt hart gewesen sein, für ihn zu arbeiten. Okay. Also, wir können jetzt mit ihm reden. Mit ihr reden? Gehen wir mal zum Meditationsraum. 19. Juni, fair in diesem Meditationsraum. Oh, Herr Wright. Frau Fay, wie geht es der mystischen Maya? Sie ist zurück in dieser Welt. Die Geistertrennung hat funktioniert. Ich möchte Sie bitten, bitte sehen. Sie ist immer noch bewusstlos. Ich möchte Sie bitten, draußen auf Ihre Genesung zu warten. Ich schätze, ich muss einfach warten. Die Polizei ist hier. Es tut mir leid, dass Sie warten mussten. Hä? Du schon wieder? Was machen Sie denn so weit hier draußen, Inspektor Gumshoe? Das ist eine witzige Sache. Ich war genauso beschäftigt in der Gegend, Junge. Nun, dann wollen wir mal den Tatort untersuchen. Ich werde später noch alle befragen müssen. Also bleib schön hier, in Ordnung. Warum grinst der mich so an? Soll ich Ihnen den Tatort zeigen, Inspektor Turnschuh? Mein Name ist nicht Turnschuh. Die beiden sind in den Beschwörungsraum gegangen. Ich schätze, im Moment kann ich nur abwarten, was die anderen zu sagen haben. Okay, dann gehen wir mal. Was? In den Beschwörungsraum? Okay, dann gehen wir da einfach rein. 19. Juni. Ferienwesen. Beschwörungsraum. Die Polizisten laufen aufgeregt hin und her. Und ich kann Maya nirgendwo entdecken. Hey du, nichts anfassen!
Hören Sie zu, ich muss Sie dringend etwas fragen. Schau mich nicht an, als wäre ich ein gefühlloser Idiot. Ich sag dir was, Junge. Du kannst mir ein paar Fragen stellen, okay? Irgendwie wird er immer gedisst. Das macht mich voll traurig. Wegen Maya. Ich sag dir das nur ungern, Junge, aber so wie es aussieht, kann es nur dieses Mädchen gewesen sein. Ja, wenn man nur Maya und das Opfer in diesem Raum. Kurzer Cut. Aber Maya ist... Du kannst mich später weiter über sie befragen, Junge. Im Moment habe ich eine Aufgabe zu erledigen und die lauten Beweise zu sammeln. Mr. Takamsho wirkt wie ein richtiger Profi. Und doch erinnert etwas an seinem Ausdruck immer noch an früher. Also, Dr. Gray wurde mit einer Pistole erschossen, hm? Jemand erschoss ihn. Jemand schoss ihn in die Stirn. Aber... Aber? Aber er wurde auch mit einem Messer in die Brust gestochen. Ein Messer? Nachdem er gestochen wurde, wurde er mit einer Pistole erschossen. Okay, können wir weiter fragen? Nee, bewegen wir den nicht. Dann untersuchen wir mal ein bisschen. Okay, Dr. Gray ist da nicht mehr. Aber wir können auf das Blut blicken. Hey Junge, nichts ohne Erlaubnis anfassen. Schau es doch nur an. Hey, ich muss doch vorsichtig sein, wenn sogar so ein Kind zum Mord verdächtigen wird. Ich schätze, wenn ich diesen Raum durchsuchen will, muss ich später wiederkommen. Hey, nee. Okay, dann wird das nichts. Schau es doch nur an. Dann gehen wir mal weg. Ach ja. Und es war gar nicht Inspektor Gumshoes. Gumshoes. Theme. Dun, 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 dun. Dann gehen wir mal zum Holzsteg. Hier ist nichts. Vielleicht im Nebenzimmer. 19. Juni. Ferienwesen. Nebenzimmer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier vorhin jemand schlief. Kann ich Ihnen helfen? Sollten wir nicht mal anfangen? Hä? Womit anfangen? Sie wissen schon, mit der Beschwörung. Beschwörung? Oh, nein, die Situation hat sich etwas geändert. Hä? Wie meinen Sie das? Bitte bleiben Sie ruhig, aber es gab einen Mord. Ein Mord ist das, wo eine Person eine andere tötet, oder? Ja, eine Person hat eine andere Person getötet. Oh, das ist, wie heißt das Wort dafür nochmal? Es ist, totaler Mist. Ja. Nach all der Mühe hat sie nur das zu sagen. Oh, Entschuldigung, ich vergaß mich, vorzustellen. Ich heiße Inni Minei. Ich erforsche und studiere Parapsychologie an der Universität. Parapsychologie? Ganz genau. Ich glaube, die Leute nennen das okkulte Studien oder so. Übernatürliche Phänomene, Psi und hellseherische Kräfte, sowas. Das ist ziemlich seltsam. Ich bin Phoenix Wright, Rechtsanwalt. Dann reden wir mal mit dieser Inni Minei. Also, was führt sie heute her? Ich habe Dr. Gray von diesem Ort erzählt. Er hat mich gefragt, kennen Sie ein gutes Medium? Dr. Gray sagt etwas darüber, dass ihm dieser Ort empfohlen wurde. Weil, mit Toten sprechen nur multiple Persönlichkeiten, sind mein Ding. Ich verstehe, warum machten Sie dann hier ein Nickerchen? Ich fühlte mich nicht gut. Hä? Ich, bin allergisch auf Sesamsamen. Was? Oh Gott. Sie, müssen ein wenig ins Mittagessen getan haben. Oh, das sind unangenehm. Also war mir schlecht, darum kann ich hier. Ich kam her, um zu schlafen. Es kommt mir voll vor, als hätte ich meine Zeit mit Schlafen verschwendet. Was passierte? Sie haben also die ganze Zeit hier geschlafen? Ja, seit dem Mittagessen. Sie wissen also nichts über den Mord, der geschehen ist? Was? Oh, das, ich weiß gar nichts. Also, wer wurde, Sie wissen schon, umgebracht? Der Chirurg, der die Beschwörung verlangt hat, Dr. Gray. Dr. Gray und Sie kannten sich, richtig? Ich kenne keinen Dr. Gray. Ach, wirklich? Dr. Gray hat etwas anderes gesagt. Hä? Vor einer langen, langen Zeit war ich mal, eine Patientin, ja. Klingt, als wolle sie etwas verbergen.
Okay. Mysteriös. Okay, wir haben keine neuen Beweise, ne? Haben wir nicht, ne? Oh Gott, aber ganz viele neue Personen. Morgan Fay, alter Fragezeichen. Das erinnert mich doch ganz stark an eine alte Schrulle. Mayas Tante, ein Mitglied der Zweigfamilie der Fays. Sie ist Pearls Mutter. Lotta Hart, alter 23, hat sich vor einem Enthüllungsfotografin lauert auf den nächsten Knüller. Dick Gumshoe, alter 31, der Bezirksinspektor, er führt die Ermittlungen. Inimine, alter 21, College-Studentin, liebt Okkultismus und untersucht die Parapsychologie. Ich glaube, es ist viel cooler, wenn man dann noch mit den Stimmen dazu das spricht. Wobei Lotta Hart hat mir einfach mal den Akzent dazu gepackt, das war ja ganz toll. Und bei Dick Gumshoe hat mir einfach mal gedacht, warum nehme ich nicht die Stimme hinzu, das wird auch toll. Ach genau, untersuchen wollte ich ja. Untersuchen? Ihre Backdeck ist total verdreht. Werden Sie sie falten? Ich hatte ein richtig cooles Nickerchen und, ich dachte, ich lasse sie so, dann ist für heute Abend schon alles vorbereitet. Okay. Okay, dann ist noch eine Blume. Das ist eine kleine Nische. Ich habe keinen Schimmer, was die bedeutet oder symbolisiert. Wenn ich sowas in meinem Büro hätte, würde ich sie als Stauraum benutzen. Sie ist mit hübschen Blumen und einer schönen aufgehängten Schriftrolle verziert. Okay. Oh, ein kurzer Leck. Geh zum Holzsteg. Immer hin und her. Oh, 19. Juni, Ferienwesen, Holzsteg. Hier ist niemand. Wie üblich. Nein! Hey, wer bist du? Du bist Pearl, richtig? Schweigsam wie immer. Hä? Was hat sie denn da in der Hand? Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich kann mit dir reden. Nein, wie soll ich dir denn sprechen? Ich will nicht mit dir reden. Pearl, Ding in der Hand. Pearl, Ding in der Hand. Erstmal nochmal zurück. Ich will nicht mit dir reden. Scheiße. Ding in der Hand. Was ist los? Liegt es an meinem Haar? Zu stachelig? Oder nicht stachelig genug? Glück gehabt. Ich habe jedes Mal Angst, mit ihr zu reden. Das ist nicht schön. Ich muss sie aber eigentlich jetzt erwischen. Gehen wir nochmal zum Holzstück zurück. Einmal hin, einmal weg und einmal hin und wieder zurück. Sie ist ja wieder. Kann ich irgendwas präsentieren? Ja, mal's Marke. Okay, das war nix. Oder nicht stachelig genug? Meditationsraum, da können wir wahrscheinlich jetzt untersuchen. Beschwörungsraum. Okay, ich darf wahrscheinlich immer noch nicht. Soll der wieder rausgehen zu Lotta oder was? Hey Junge, nichts ohne Erlaubnis anfassen. Okay, okay. Ich hab schon verstanden. Dann gehe ich mal ganz schnell wieder hier raus. Wegen so war das. Bin ich jetzt zu uns. Hä, wie komme ich denn jetzt? Vielleicht Lotta Hart? Vielleicht? 19. Juni, Ferienwesen. Verdammt, es heißt Kurein. Sie ist vermutlich verrückt vor Angst, nachdem direkt neben ihr ein Mord geschah. Lotta? Gott, lass mir nicht den Nächsten sein! Erschrecken Sie mich doch nicht so! Was meinst du? Du hast mich doch erschreckt! Wenn ich nicht so tapfer wäre, hättest du jetzt einen weiteren Leichen hier liegen, mich! Bleib mal ganz ruhig! Ideen. Haben Sie etwas gesehen oder bemerkt, das Ihnen komisch vorkam? Nee, naja, vielleicht diese eine Sache. Was denn? Mein armer Bauch ist nicht so gut darin, solche Sachen zu ertragen. Was? Flüche und Geister und so, die zurückkommen, um mich zu holen, ist einfach zu viel. Was ist zu viel? Eine Geisterkopffotografin zu sein. Das ist mir zu gruselig, darum werde ich jetzt Promi-Fotografin. Auf der Jagd nach Fotos, an die sie leichter rankommen? Mehr Glamour, weniger Gedärme? Was ist los? Oh ja! Was ist denn? Ich habe vorhin ein paar heiße Bilder gemacht. Erinnerst du dich? Ich habe da drin einige Fotos von Tadok geschossen. Ah, das stimmt. Sogar zwei. Der Sians-Mord. Das geht doch noch was. Das wird eine einmalige Story. Lotta. Tut mir leid, aber ich bin eben durch und durch eine Journalistin. Hau ungern so plötzlich ab, aber ich gehe noch mal rein. Ich muss vor den bulligen
von den Bullen da sein, um die Geschichte zu erzählen. Und weg ist sie. Ich weiß nicht, was mir mehr Angst macht. Jutta oder die Geister? Und warum kommt es mir so vor, als hätte ich das schon mal erlebt? Warum wohl? Ich weiß es nicht. 19. Juni, Ferienwesen, Meditationsraum. Oh, gnädige Frau, Sie haben ein so untadeliges Timing. Also, was soll die Aufregung? Alle mal herhören, du auch, Junge. Ich werde Ihnen jetzt einen kurzen Bericht geben. Im Moment sieht es so aus, als würde die Untersuchung bis in die Nacht dauern. Eine schreckliche Schande. Ich schlage vor, dass dann alle hier unter dem Dach des Ferienwesens schlafen. Was für ein Schlamassel. Ich kann kaum glauben, wie verrückt dieser Tag war. Maya wurde verhaftet und von der Polizei mitgenommen. Und ich werde heute Nacht sicher keinen Schlaf finden. Wie es am nächsten Tag weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Viel Spaß bis dahin. Wünscht euch euer Edge of Epi. Tschüss.